Ich begrüße euch ganz herzlich hier von der Maintalbahn, von der Baureihe 266 bzw. von dieser Classic C6, die mal heute so tut, als sei sie eine Baureihe 266. Die haben wir natürlich so nicht im Game, das ist eine englische Lok, aber hier in dieser Lackierung von der Deutschen Bahn, hier in diesem Verkehrsrot. Repaint ist von Nickhawk, das ist tatsächlich ein TSW 2 Repaint, das allerdings im TSW 4 funktioniert. Ist also nicht aus dem Creators Club, sondern ist nur für den PC. Es gibt aber auch im Creators Club DB-Lackierungen für die Class 66, da müsst ihr euch doch mal ein bisschen umgucken. Wir stehen hier auf der Maintalbahn und haben hier einen Gemischtwarenladen. Wir haben hier verschiedenste Wagentypen, angefangen bei diesen TADGS-Wagen, Habins-Wagen, und so weiter und so fort. Staubgutwagen haben wir auch noch dran, Kesselwagen, Flachwagen und dahinter sogar noch ein bisschen mehr. Ja, ne, das reicht. Also wir ignorieren, dass das Ganze hier in den Zaun hineinragt. Aber genau, ne, haben hier einen schönen langen Zug, der sogar noch hier auf dem Werksgelände hier bei den Glanzstoffwerken parkiert ist. Und wir warten darauf, dass wir ausfahren dürfen, denn wir haben aktuell noch ein haltzeigendes Zwergsignal da vor uns. Und müssen warten, dass hier ein Zug noch einfährt. Der Personenzug hat natürlich Vorrang. Ne? Der hat auch schon Fahrt. Wir stehen hier bei den Glanzstoffwerken und da fährt jetzt gleich, jeden Augenblick müsste jetzt ein Regionalzug einfahren. Genau, die RB nach Aschaffenburg. Okay, das dauert noch ein ganzes bisschen. Tatsächlich noch 4 Minuten. Anscheinend. Wir können mal auf die Karte gucken. Na, da ist er auch schon. Also so lange wird es dann wohl doch nicht mehr dauern, bis er um die Ecke zischt. Ja. Genau, ne? Also hier bunter Wagenpark zusammengestellt, eben mit dieser Class 66 da vorne. Und verschiedensten Güterwagen in verschiedensten Repaints. Also schön bunt heute mal. Hier Vascosa, Flachwagen, beziehungsweise Containerwagen. Hier von Clip. SGG MRSS, die Buralian Habinswagen, dann haben wir diese ROOST-Wagen, diese Rungenwagen, DB Schenker, DB VTG EANOS-Wagen, FALNS-Wagen von der DB, CD Cargo, ZACNS-Wagen, Pannonia Ethanol, ZACNS-Wagen bildet dann unseren Schluss. Genau, ne? Also wir stehen hier praktisch auf diesem Werksgelände. Auch wenn hier Glanzstoffwerke, ich bin mir nicht ganz sicher, was da hier genau hergestellt wird. Aber ja. Ne? Das Ganze ist kein Szenario aus dem Creators Club oder so, sondern das ist selbst zusammengestellt durch den Formations Designer und den dem Freeroam-Modus. Im Formations Designer habe ich hier diesen Güterzug einfach zusammengestellt mit einer anderen Lok. Die Lok habe ich dann weggespawnt und dann hier diese DB Class 66 im Freeroam-Modus ausgewählt. Hier noch kurz angekuppelt, bevor ich die Aufnahme begonnen habe. Und ja, ne, alles andere ist dann ja, glaube ich, auch ersichtlich. Gut, der Zug ist immer noch nicht da. Dürfte jetzt aber gleich um die Ecke biegen. Wir sind natürlich gespannt. Können uns mal hier vorne an den Bahnübergang stellen. Der geht jetzt nämlich schon auch runter, beziehungsweise ja, er leuchtet zumindest. Müssten dann nicht auch eigentlich die Schranken runtergehen? Anscheinend noch nicht. Da ist er. Da ist er. Genau, können das Ganze mal von hier beobachten und den Zug an uns vorbeifahren lassen. Oh, sorry, muss mir kurz die Nase putzen. Jawohl, der BÜ macht Geräusche und sollte jetzt jeden Augenblick auch schließen. Super. Hervorragend. So, und sobald der dann ausgefahren ist, dürfen wir dann auch fahren. Hoffentlich. RB nach Aschaffenburg.
Türen gehen auf. Leute steigen ein und aus. Wir steigen mal ganz kurz ein und gucken mal, wo der so hinfährt. Helsenfeld, Kleinwallstadt, Sulzbach, Obernau, Aschaffenburg Süd. Und da hinten dieseln wir vor uns lang. Ah, wir können hier leider nicht rein in den Führerstand. Aber ja, da vorne ist unser Zug. So, wir steigen wieder aus. Wir wollen ja hier nicht mitfahren. Türen gehen zu. Und der wird jetzt auch jeden Augenblick abfahren. Und dann dürfen wir hoffentlich auch gleich fahren. PZB haben wir natürlich nicht. Ne, keine Sicherungssysteme heute am Start. Ich glaube, bei Ausfall der PZB darf man auch normalerweise nur maximal 50 km/h fahren. Wir tun jetzt mal so, als hätten wir eine PZB und dürften ganz normal hier fahren. V-Max, ja, ich würde sagen, 100 km/h ist sicherlich in Ordnung. Für die Wagen, die wir da dran haben. Wir würden vermutlich in der mittleren Zugart fahren. AWS ist natürlich deaktiviert, weil brauchen wir natürlich auch nicht. Und das Coole ist übrigens an dem Repaint von Nickhawk, dass hier auch die Anzeige dann geändert wurde von Meilen pro Stunde in km/h. Also, dass wir tatsächlich die Geschwindigkeit in km/h sehen können. Das ist schon cool gemacht. So, ich hoffe dann aber, dass wir dann auch wirklich gleich Ausfahrt bekommen. Wir werden natürlich jetzt nicht fahren bis zu dem Signal hier, weil es immer noch natürlich Halt zeigt. Wir fahren nicht gegen ein Halt zeigendes Signal. Oh, ich habe gar nicht den Weg kontrolliert, fällt mir gerade ein. Aber okay, das passt soweit. Oh, der wird sicherlich auch dann gleich an uns noch vorbeifahren. Okay, das ist ja größtenteils eingleisig. So viel falsch kann da gar nicht laufen. Und genau, also was wir machen ist, wir fahren bis hierhin. Und ne, Moment. Ich habe einen Fehler im Plan. Ich dachte mir, dass wir nämlich Folgendes machen, dass wir bis hierhin fahren, dann ändern wir die Fahrtrichtung und fahren dann hier in den Hafen hinein. Aber das ergibt gar nicht so viel Sinn, denn wir können ja nicht einfach so die Fahrtrichtung ändern und dann rückwärts mit der Lok fahren. Außer wir kuppeln die Lok ab, fahren dann hier am Zug entlang und dann können wir nicht wieder hier auf das Gleis zurück. Oh, das wird schwierig. Ich glaube, das funktioniert nicht, der Plan, den ich mir jetzt ursprünglich gedacht habe. Da hätte ich doch mal ein bisschen länger überlegen sollen. Okay, wir dürfen immer noch nicht fahren. Ja gut, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal bis hierhin und dann fahren wir... Ja, wisst ihr was wir machen? Wir fahren einfach hier bis nach Aschaffenburg hier in den Bahnhof rein. Das ist auch okay, dann fahren wir nicht in den Hafen rein. Weil auf die Schnelle wüsste ich jetzt nicht, wie wir hier über diese Weichenverbindung auf dieses Gleis hier dann kommen mit unserem Zug. Mit der Lok vorne dran. Das scheint nämlich nicht zu funktionieren. Außer, wir stellen den Zug hier ab, fahren mit der Lok hier nach hinten hin, schieben dann wiederum mit der Lok den ganzen Zug nach hinten, nämlich bis hierhin, und dann fahren wir wieder nach vorne über diese Weichenverbindung. Das würde auch gehen. So, ich würde gerne fahren können. Der ist jetzt ausgefahren mittlerweile. Zwergsignal zeigt immer noch Halt an. Weil der hier fahren darf. Wisst ihr was? So, machen wir kurz einen Prozess. Wir wollen fahren. So, sehr gut. Zwergsignal ist umgesprungen. Wir lösen die Bremse und schalten Leistung auf. Zunächst langsam, um die Kupplung zu strecken. Und sobald unser ganzer Zug in Bewegung ist, dürfen wir dann ein bisschen schneller fahren. Hier bei den Glanzstoffwerken ist übrigens auch ein bisschen, ich glaube, Rangierverkehr.
Irgendwo hier sind nämlich auch Züge abgestellt. Ja, aber das hier ist unser Zug. Sieht doch sehr schön aus, oder? So, wir fahren genau maximal 25. Bis wir über die Weiche drüber sind. Das ist tatsächlich die Class 66 von Great Western Express. Also wirklich eine sehr, 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 ein sehr altes Fahrzeug. Eines der ältesten Fahrzeuge im TSW tatsächlich. Ja, das AWS, das bringt uns jetzt gerade nichts. Okay, wir dürfen noch 40 fahren, dann fahren wir auch die 40. Leistung aufschalten können wir hier mit diesem Kontrollklotz. Und wir dürfen sogar 120 fahren. Wir fahren die entsprechenden 100 km/h. Sind hier auf der Maintalbahn unterwegs zwischen Aschaffenburg und Miltenberg, beziehungsweise andersrum. Oh, das war ein bisschen zu viel Leistung. Zwischen Miltenberg und Aschaffenburg. Waren hier, glaube ich, seit dem Release der Strecke vergleichsweise selten unterwegs. Wir waren mal natürlich an Release der Strecke, als die Strecke veröffentlicht wurde, ein, zweimal hier unterwegs. Dann waren wir, glaube ich, als kleines Weihnachtsspecial mit einer Dampflok hier im Schnee unterwegs. Und das war es dann auch. Und ich glaube, seitdem sind wir tatsächlich nicht mehr hier auf der Strecke lang gefahren. Würde ich mal sagen, ist es Zeit dafür. So, wir sind jetzt auch schon in der höchsten Fahrstufe. Okay, da sehe ich schon eine Ankündigung auf Halt. Beziehungsweise eine Ankündigung für einen Halt. Nimm schon mal die Leistung raus. Ja, die Class 66 ist so ein bisschen im TSW wie die Baureihe 185 im deutschen Bereich. Gibt es auch unzählige Versionen mittlerweile davon im Game und wird bei gefühlt nahezu jeder Strecke mitgeliefert. Okay, wir bremsen rein. Würden jetzt natürlich auf PZB wachsam drücken. Oh, wir sind hier im falschen Modus unterwegs, tatsächlich. Wir sind hier in dem Passagiermodus. Eigentlich müssten wir das Ganze umstellen auf den Gütermodus. Ich weiß gar nicht, ob wir das während der Fahrt auch können. Exit. On. Hoch.
Okay, ja, die Bremse ist nicht komplett gelöst. So, jetzt. Data Meters Unit Information Cutout. Ich glaube, es ist Traction Cutout. Wählen wir mal aus. Okay, das ist doch nicht. Unit Information wählen wir mal aus. Hier sehen wir tatsächlich unsere Tankanzeige. Aber das ist es auch nicht. Dann das. Okay, das sind auch nur diverse technische Daten. English Metric Select. Okay, ja, mir passt schon soweit. Slow Speed brauchen wir auch nicht. Wo können wir denn das hier umstellen, dass wir mit Gütern unterwegs sind? Parkbremse anlegen. Vielleicht geht das auch nur im Stand. Zuglänge, Notbremsventil, Langsamfahrtsteuerung, Langsamfahrtkippschalter. Interessant, was es nicht alles gibt. Sand. Haben wir halt zu erwarten. Dementsprechend beschleunigen wir jetzt nicht allzu schnell. Das ist die automatische Luftbremse. Das Horn, direkte Bremse, Warnknopf und Ding, AWS. Die heiße Platte, aber bitte. Windschutzscheibenwischer, Instrumentenbeleuchtungsdimmer, ja, wollen wir. Scheibenwischer, Motorstartknopf. So, da müssen wir auf jeden Fall anhalten, weil uns ein Zug entgegenkommt, denke ich mal. Okay, ja, wir sollten vielleicht idealerweise schon die Weiche frei machen. Und jetzt können wir die Leistung wieder abschalten. Und wir halten an. So, sehr gut. Ich würde sagen, wir legen mal die Haltebremse an und können aber immer noch nicht umstellen. Im Sicherungskasten vielleicht. Kabinenheizung, Parkbremssicherung, Generatorfeldsicherung, Hilfsgeneratorsteuerung. Eieiei. ETCS-Sicherung. Okay. Licht. Die heißen Platten. Kraftstoffpegelsicherung. Das ist ja der Wahnsinn, was man hier nicht alles auswählen kann. Das ist ja verrückt.
Pultbeleuchtung, Instrumentenbeleuchtung, Hecklichter. Ja, ich glaube, Night ist noch okay. Demister, Entnebler, Bremstest. Okay, ja. Ne. Dann bleiben wir hier sitzen. Wie können wir eigentlich die Parkbremse wieder lösen? Also auf wen warten wir jetzt? Schauen wir mal. Oh, sind wir in einem Deadlock gefangen? Ah, der möchte vielleicht auf das Gleis, auf dem wir sind. Kann das sein? Oh, das kann sehr gut sein, dass wir uns jetzt praktisch gegenüberstehen. Oder ist hier auf der Strecke noch irgendwo ein Zug? Ich glaube tatsächlich... Ja, wobei, kann ja gar nicht sein, dass er auf unser Gleis möchte, weil der kann gar nicht auf unser Gleis. Also der ist nicht das Problem. Was ist das Problem? Ach so. Ah, okay. Da ist doch noch ein Zug voraus. Und der fährt da gerade ein. Okay, das dauert dann wohl noch einen ganzen Augenblick. Ja, auch schön diese Staubgutwagen. Aus dem 363 DLC. Ich glaube, wir könnten mal den Moment kurz nutzen für ein Foto. So. Und warten ganz gebannt darauf, dass das Signal umspringt. Wann auch immer das sein wird. Jetzt. 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 Okay. Wo sind wir hier? Kleinwaldstadt. Okay. Jetzt ist die Parkbremse angelegt, ne? Achso, hier Parkbremse lösen. Okay. Da ist sie. Das Repaint ist übrigens in der Videobeschreibung, habe ich mal verlinkt. Gibt es im Rails im Forum zum Downloaden. Und ich bin tatsächlich fasziniert, dass es im TSW 4 funktioniert mit den Mods. Weil das ist ja tatsächlich ein TSW 2 Repaint gewesen.
Aber ich beschwere mich nicht. So, dann mal hoch auf die 100 km/h. Wo ist denn eigentlich besagte heiße Platte, die wir hier angemacht haben? Ich würde nämlich gerne einen Tee kochen. Ich bin mir sicher, da, genau dafür ist sie nämlich da. Hier der Main neben uns, der Streckenverlauf. Huch. Das war mal ein ordentlicher kleiner Nachladeruckler. Ja, ordentlich und klein. Das passt auf jeden Fall sehr gut zusammen. So, höchste Leistungsstufe, mit der wir gerade unterwegs sind. Und die 100 haben wir erreicht. Dann lassen wir rollen. Es geht eh ein bisschen bergab. Das Horn ist nicht so gut, weil es fehlt dieser, im Grunde genommen dieser Auftakt, ne? Also dieser Cut-In. Und ein Cut-Out fehlt halt auch, ne? Aber gut, ne, da muss man auch wiederum sagen, es ist, wie gesagt, eines der ältesten Fahrzeuge, die wir überhaupt im TSV haben. Und dafür fährt sich die Lok ziemlich gut. Genauso muss ein Güterzug klingen. Ich würde es wirklich nur gerne wissen, wie wir hier auf Gurz umstellen könnten. Aber naja. Aber interessant, dass die Class 66 überhaupt im Personenverkehr unterwegs war oder ist. Aber ich denke mal, das ist eher nur so ausnahmsweise, denn ich glaube nicht, dass sie irgendwo regelmäßig im Fahrplan unterwegs ist, im Personenverkehr.
So, in ungefähr 4 Kilometern sollen wir anhalten. Und gleich dürfen wir eh nur noch 80 fahren. Daher lassen wir mal nur rollen. Ohne Leistung aufzuschalten. Das spart natürlich den teuren und umweltschädlichen Diesel. Und wir bremsen ein bisschen rein. Also der Sound vom Bremsschalter kommt mir sehr stark bekannt vor vom TGW, ehrlicherweise. Von der volle grüne Brücke. Und ab hier nur noch 80. Ja, ich würde sagen, wir bringen das Ganze mal zum Hafen, oder? Denn ich glaube, hier auf der Strecke, auf der Maintalbahn, haben wir tatsächlich noch nie die Hafengegend erkundet. Auf der Main-Spessart-Bahn haben wir das schon mal gemacht, aber eben nicht auf der Maintalbahn. Hier auch ein schönes Repaint. Sehr schön. Und dann halten wir in 1,5 Kilometern an. Einmal also im Grunde genommen hier an dem Bahnhof vorbei. Oder an diesem Haltepunkt. Oh, sehr schön. Hier steht sogar eine 363. Ich hoffe mal, die kann fahren, wenn wir jetzt hier durch sind und den Streckenabschnitt freigemacht haben. Denn ansonsten würde sie meine Pläne durchkreuzen. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall so weit vorne halten, dass der Zug diese Weiche hier frei macht. Haben wir nicht so eine Art Zuglängenmesser? Haben wir noch irgendwo Zuglänge? So. Genau. Wir halten an. So. Wir haben angehalten. Dann machen wir erstmal Folgendes. Erstmal gehen wir die Kartenansicht und entfernen die Route. Was wir jetzt machen ist, wir überlegen mal, wie wir es schaffen, in den Hafen reinzukommen. Wir müssen nämlich auf dieses Gleis mit der Lok voraus. Hier vorne steht ein Zug, der uns gerade so ein bisschen das Leben noch zusätzlich schwer macht. Also wir müssen es schaffen, dass der Zug auf diesem Gleis ist. Genau. Den können wir nämlich rückwärts jetzt nach hinten drücken. Und zwar indem wir eine Route setzen. Und ja, ich würde sagen, hier vorne
das Ziel setzen. Genau, das machen wir jetzt erstmal. Wer hat denn hier das Instrumentenlicht ausgemacht? Hallo? Okay, gut, dann ist gerade unser Instrumentenlicht kaputt gegangen. Wie auch immer. Wir tun jetzt mal so, als seien wir ein Rangierer. Und gehen mal hier auf diese Rangierposition. Und ja. Geben mal ein bisschen Leistung. Oh, ja, falsche Richtung. Natürlich sollten wir idealerweise die Rückwärtsfahrt auswählen. Okay, und jetzt Leistung aufschalten. Genau, das funktioniert soweit. Wir lassen rollen. Aber ein bisschen schneller können wir schon noch fahren. Wenn man hier draußen steht, wirken 10, 11 km/h wirklich unfassbar schnell, oder? Ist das hier nicht so ein bisschen das Symbol für Dynamo Dresden? Okay. Ja, die Weiche ist beinahe frei. So, ich würde sagen, wir können anhalten. Sehr gut, und dann machen wir jetzt Folgendes. Kartenansicht und die Route wieder entfernen. Dann überlegen wir nochmal. Jetzt müssen wir die Lok irgendwie voranbekommen. Das könnten wir machen, indem wir... wieso gibt es hier keine Weiche? Indem wir... Wir könnten nur so. Okay, nee, Denkfehler. Es gibt eine Weiche in diese Richtung. Das bringt uns aber nichts. Ich hätte gern eine Weiche von links nach rechts, also von hier nach da. Okay, können wir noch diese Aufgabe irgendwie lösen? Ist das rein logistisch überhaupt noch machbar, frage ich mich gerade. Ja, okay. Gut, ich habe es jetzt verstanden, was der Fehler war. Wir hätten mit dem Zug in dieses Gleis reinrangieren sollen. Dann hätten wir die Lok abkoppeln müssen, wieder nach vorne,
dann hier auf dieses Gleis, wo dieser Zug gerade steht, hierhin rangieren. Hier dann einmal dran vorbei mit der Lok bis hierhin. Fahrtrichtung ist, wenn dann Rückwärtsstellung. Und dann wieder hier vorne dran an unseren Zug. Dann den gesamten Zug nach hinten schieben, bis wir hier sind. Und dann Vorwärtsfahrt auswählen und dann über dieses Gleis, wo der Zug jetzt auch aktuell steht, in den Hafen rein. Aber ich würde sagen, Mission failed. Und ich habe jetzt erstmal Pause und mache die jetzt auch. Dementsprechend wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.